Ray Vaughan Williams wurde am 12. Oktober 1872 in Down Empney, einem kleinen Dorf in Gloucestershire, geboren. Sein Vater und seine Mutter. Hier war der Vater Pfarrer. Er starb, als Ralph 2 Jahre alt war. Ralph zog mit Mutter, Bruder und Schwester zum Großvater nach Leith Hill Place. Tante Sophie gab ihm dort Musikunterricht. Sie hatten viele Bedienstete. Sein erstes Stück komponierte er mit 4 oder 6 Jahren. Es hieß Rotkehlchens Nest und war ein Klavierstück. Familienmitglieder und Ralph selber. Das Bild stammt aus dem Jahr 1876. Ralph war 4, trug einen Rock und lange Haare. Dann kam er in die Schule, zog Hosen an und ließ sich das Haar kurz schneiden. In der Schule spielte er Geige. Das ist die Schule. Er spielte nachts im Schlafsaal und eines Tages kam der Hausvater und sah, wie die Jungen zu Ralphs Spiel herumtanzten. Da gab es Ärger. 3 kleine Fotos von ihm. Hier ist er älter. Er ging nach Cambridge und studierte Geschichte und Musik. Freunde in Yorkshire. Ralph auf seinem Crocketschläger gestützt. Er ist gerade zurück von seiner Hochzeitsreise. Und das ist seine junge Frau, Adeline, beim Cellospiel. Ist sie nicht hübsch? Es war 1908. Sie konnte nicht lange musizieren, weil sie Arthritis bekam, eine schmerzhafte Krankheit, bei der die Glieder steif werden. Ralph hat sie bis zu ihrem Lebensende gepflegt. Das ist ein lustiges Gebäude, das Royal College of Music. Hier begann er sein Musikstudium. Heute ist darin die Orgelschule. Sein Lehrer Parry, ein guter Komponist von Chormusik. Ralph hat in seiner Jugend viele Chorwerke komponiert. Sein anderer Lehrer hieß Stanford. Sie standen alle unter dem Einfluss von Brahms. Das ist eine wunderbare Musik und ganz deutsch, aber nichts für alle Tage. Um die Jahrhundertwende begann man sich zu fragen, wo ist unsere eigene Musik? Wir haben genug vom alten Brahms. Gebt uns etwas Neues. Das war der Anfang der Seesymphonie von Ralph Vaughan Williams. Zu Beginn dieses Jahrhunderts hörten die Italiener Verdi und Puccini, Russland Tschaikowski und Deutschland Wagner, Brahms und Schumann. Die deutsche Musik gab im englischen Musikleben den Ton an. Der Dichter Walt Whitman wirkte als befreiender Einfluss. Holst hat ihn vertont und auch Delius. Für Ralph war er eine Quelle der Inspiration und sein Text ideal für die Chorsinfonie. Ich glaube, es ist die erste Chorsinfonie überhaupt. Dabei haben ihn die Eroberung der Welt, das Meer, die Schiffe und die tapferen Seeleute bewegt. Aber nicht nur das. Gleichzeitig wurde es für ihn zu einem nicht enden wollenden Märchen, eine Reise ins Unbekannte. Und fröhlich aufregend klingt an, dass es irgendwo noch etwas gibt. Cut!
Das war Ursula, Ralph Vaughan Williams' zweite Frau und seine spätere Biografin. Shakespeare spricht von 7 Lebensabschnitten. Wir von den 9 Sinfonien, den 9 Lebensabschnitten Ralph Vaughan Williams. Habe ich diesmal nichts vergessen? Sie wollten noch erwähnen, dass es seine erste Symphonie war und er die Uraufführung an seinem 38. Geburtstag in der Leeds Choral Society dirigiert hat. Und die ganze Chortradition. Er war ja Schüler von Perry. Über Perry führt der Weg zurück zur Tradition der Chormusik. Zu Purcell, zu den Elisabethanern und ganz besonders zu Tallis. Warum musste Ursula aus der Höhle herauskommen? In ihrer Erinnerung löste sich Vaughan Williams von Brahms. Und was bedeutet es, wenn sie später wieder in die Höhle hineingeht? Das sage ich dir nachher. Die Seesinfonie machte Vaughan Williams bekannt. Er belebte die viktorianische Tradition aufs Neue. Obwohl er ein Freidenker war, nahm er sich auch der Kirchenmusik an. ...1904 trug man Rafe die musikalische Redaktion des neuen Gesangbuchs an. Er sagte zu und machte sich auf die Suche nach Melodien. Dabei entdeckte er unter anderem Sätze aus dem 16. Jahrhundert von Thomas Tallis. Eine dieser Melodien legte er seiner Fantasie für Streicher über ein Thema von Thomas Tallis zugrunde. Er dirigierte die Uraufführung in dieser Kathedrale, knapp 5 Wochen vor der Uraufführung der Seesymphonie. Green Sleeves, das ist eine Melodie, die schon zu Zeiten Heinrichs des VIII. Bekannt war. Sie war besonders unter den Damen in London beliebt. Sie war so etwas wie eine Nationalhymne. Shakespeare hat sie bestimmt gekannt und durch ihn lernte Rafe sie kennen. Es ist kein Volkslied, sondern eine populäre Melodie. Das Volkslied wurde mündlich überliefert. Rafe hat, wie viele seiner Kollegen in England, zum Beispiel Cecil Sharp und George Butterworth, zu Beginn dieses Jahrhunderts Volkslieder gesammelt. So wie Bartok und Kodály in Ungarn. Sie alle begriffen, dass dies ein wertvolles Gut war, das in England verloren ging. Der Education Act hatte zur Folge, dass die Leute lesen lernten, Romane lasen und Noten kauften, aber auf die Musik ihrer Vorfahren herabschauten. Für Rafe und andere Musiker bedeutete die Begegnung mit dem Volkslied eine Art Befreiung. Sie nahmen es in ihre eigene Tonsprache auf. Daneben beeinflussten Rafe die Madrigalkomponisten der Tudor-Zeit.
Beides zusammen bildete die Grundlage für seine Arbeit, für seine musikalische Sprache. Big Ben, die London-Symphonie. Als Rafe und Adeline jung verheiratet waren, haben sie in dieser Gegend gewohnt. Er muss dies jeden Tag gehört haben. Zuerst wollte er das Werk Symphonie eines Londoners nennen. All noise and scurry. Bloomsbury Square an einem Nachmittag im November. Zweiter Satz. Trotzdem ist es eigentlich keine symphonische Dichtung. Sie enthält doch viele naturalistische Elemente wie Straßenbahnen und eine Lavendelverkäuferin. Die hat er in Chelsea gehört und die Melodie aufgezeichnet. Kaufen Sie meinen duftenden Lavendel. 16 Zweige für einen Penny. Das waren noch Zeiten und die vielen Bettler. Man hört, wie die Münzen in ihren Hüten klimpern. Das ist Pferdegeschirr. Die Bettler haben nie so viel verdient, dass es so geklimpert hätte. Auf jeden Fall ein wunderbarer Klang. Der dritte Satz ist ein Nocturno. Der Lärm vom Strand an einem Sonnabendabend drängt einem Spaziergänger am Embankment ins Ohr. Rafe hat gesagt, der Epilog der London-Symphonie habe etwas mit dem Roman Der Traum von Wells zu tun, in dem der Held auf einem Zerstörer die Themse hinabfährt. England und das Königreich,
Großbritannien und das Empire. Der alte Stolz und die alte Treue bleiben achtern zurück. Versinken am Horizont. Vorbei. Der Fluss bleibt zurück. London bleibt zurück. England bleibt zurück. Zwischen der London-Symphonie und der nächsten, der Pastorale, lag der Krieg. Rafe war 42 Jahre alt, als er sich kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs freiwillig meldete. Er wurde in Frankreich in der Nähe von Arras eingesetzt, zuerst als Fahrer beim Royal Army Medical Corps. Wenn die zweite Sinfonie von Vaughan Williams als Sinfonie eines Londoners bezeichnet werden kann, darf man die dritte Sinfonie eines Soldaten nennen. Sie ist voll tiefer Gefühle, vermeidet aber Heroik und Patriotismus. In der Musik von Vaughan Williams gibt es nirgends oberflächliches Geklingel. Er hasste das Establishment. Die Ritterwürde lehnte er ebenso ab wie die Ernennung zum Master of the Queen's Music. Die Pastoralsinfonie klingt eher wie eine Elegie auf seine im Krieg gefallenen Freunde. Die Pastoralsymphonie hat ihre unbeschwerten Momente im Scherzo. Rafe als Soldat, hinter der Kapelle mit anderen Soldaten und Unteroffizieren. Er selber war einfacher Soldat und Fahrer, der an der Front Verwundete transportierte. Hier zu Hause mit seiner Frau. Auf diesem Bild ist er bereits Offizier in der Royal Artillery. Bei Kriegsende war er Kanonier. Nach dem Krieg traf er die alten Freunde wieder. Ein Spaziergang mit Gustav Holst. Oft wanderten sie nach dem Three Choirs Festival. Noch einmal Holst. Rafe um 1920, fast 50-jährig. Damit sind wir wieder in Gloucester. Man hat ihnen viele Namen gegeben. Einschließlich Frau Beethoven. Dazu sage ich nichts. Frau Beethoven, könnten Sie Ayana erklären, warum wir nach Gloucester zurückgekehrt sind? Und welche Zusammenhänge es zwischen der Pastoralsymphonie und The Lark Ascending gibt, die sie jetzt gleich für uns spielen wird? Yes, I think
Es gibt eine zeitliche Verbindung. Rafe überarbeitete das vor dem Krieg entstandene Stück, während er nach dem Krieg an der Pastoralsymphonie komponierte. Ich finde, The Lark blickt zurück auf heitere Zeiten, ausgedehnte Wanderungen in den Downs. Sie haben The Lark häufig gespielt. Hat das Stück eine besondere Bedeutung für Sie? Ja, wahrscheinlich, weil ich vom Land komme. Ich bin auf dem Land groß geworden. Und dieses Stück ist die Quintessenz der schönsten englischen Landschaften. Es hat zwei besondere Qualitäten. Einmal etwas Bäuerliches, Volksmusikalisches, Erdverbundenes, aber auch eine tiefgründige Spiritualität. Great spiritual depth. Ich will mal sehen, wie die oben zurechtkommen. Vaughan Williams dirigiert die Londoner Philharmoniker. Entstand seine vierte Sinfonie 1935? Ja, Rafe in seiner Lebensmitte. Sir David Wilcox, Sie sind der Direktor des Royal College of Music. Sie haben einen Großteil seiner Musik dirigiert und aufgenommen. Erkennen Sie Rafe in dieser Sinfonie?
Man kann ihn in allen seinen Kompositionen erkennen, sogar zweifach. Einmal den Mystiker und Visionär und zum anderen den erdverbundenen praktischen Menschen. Wenn man ihn betrachtete, sah man den Widerspruch. In diesem stattlichen Mann mit dem gewaltigen Körper steckte solche Güte und ein umwerfender Humor. 1-3-3-4. Evelyn Barbirolli, sie und ihr Mann waren mit Rafe sehr befreundet. Sir John hat in Manchester die 7. und 8. Sinfonie mit dem Halle-Orchester uraufgeführt. Und sie haben sein Oboen-Konzert gespielt. Oft auch für die Schallplatte. Viele machen sich über dieses Werk lustig und halten es für ganz schlechten Vaughan Williams. Ich habe das nie so empfunden. Vielleicht ist es nicht sein gelungenstes Stück. Aber im letzten Satz, den ich ganz besonders gern spiele, ist einiges vom besten Vaughan Williams. Elizabeth McConkie, Sie waren seit Ihrem 18. Lebensjahr in unregelmäßigen Abständen Schülerin von Rafe. Was bedeutet Ihnen die 4. Sinfonie? Eigentlich mehr als alle anderen Werke von ihm. Ich glaube, es ist seine beste Sinfonie. Eine ganz außergewöhnliche Komposition. Sie hat bei ihrer Uraufführung in der Queen's Hall einen starken Eindruck auf mich gemacht. Bei vielen Zuhörern hinterließ sie gemischte Gefühle, weil das Stück so ganz anders war als seine früheren Werke. They felt it was ugly and incomprehensible. Viele hielten es für abstoßend und unverständlich. Für mich war es große Musik und sehr aufschlussreich. Natürlich war viel von ihm selbst in dieser Musik. Sein Ungestüm kam genauso zum Ausdruck wie seine umgängliche Seite. Das Scherzo hat etwas Polterndes und im Gegensatz zu anderen höre ich eine Art Protest. Er dachte ganz sicherlich nicht an den sich abzeichnenden Krieg. Es war eher ein Protest gegen die Ungerechtigkeit im Leben. Er war Sozialist und das kommt bei dieser Symphonie raus. Man konnte raushören, dass Krieg in der Luft lag. Die Symphonie ist abstrakte Musik. Aber zur gleichen Zeit komponierte er ein Chorwerk auf das Thema des Krieges und seine Schrecken, das er Dona Nobis Pacem nannte. Wo fangen wir an? Rührt die Trommeln. Dona Nobis Pacem. Gib uns Frieden. Leider ein Rufer in der Wüste. Das stimmt. Rührt die Trommeln, blast die Hörner. Das ist wieder Widmen.
Whitman war genauso an der Front wie Rafe. Er war Kriegsberichterstatter während des amerikanischen Bürgerkriegs und versorgte die Verwundeten, wie Rafe. Damit kommen wir zum Zweiten Weltkrieg und zu seiner fünften Sinfonie. Ja, und die Kritiker hörten darin Frieden. Wieder falsch. In Wirklichkeit war es eine Pilgerfahrt. Die fünfte Sinfonie enthält Anklänge an Bunyans Erbauungsbuch des Pilgers Reise. Rafe komponierte zweimal Bühnenmusiken für dieses Werk. Einmal 1906 für Laienspieler und 1942 für eine BBC-Fassung mit John Gielgud als Pilger. Später wollte er eine Oper über dieses Thema schreiben. Aber damals hatte man andere Sorgen, als neue Opern aufzuführen. Deshalb wurden bereits fertige Teile in diese Sinfonie übernommen. Ich habe 1943 die Uraufführung miterlebt. Der Krieg hatte seinen Höhepunkt erreicht. Es gab nächtliche Angriffe und ständig Nachrichten vom Kriegsschauplatz. Beim Anhören dieser Musik hatte wohl jeder das Gefühl, die köstlichen Berge erreicht zu haben und Bunyans Stadt Gottes vor sich zu sehen. Die sechste Sinfonie in E-Moll wurde am 21. April 1948 uraufgeführt. Das Publikum war ergriffen, die Kritiker überrascht. Für einen Mann von 75 Jahren eine außergewöhnliche und unerwartete schöpferische Leistung, in der er sein Lebenswerk zusammengefasst und gleichzeitig einen heiteren wie auch mutigen Blick in die Zukunft getan hat. Eines Beethoven würdig. So die Musikkritik. Vernon Handley, Sie haben viele Werke von Rafe aufgeführt, insbesondere mit dem London Philharmonic Orchestra. Was bedeutet Ihnen dieses Werk?
Als Dirigent versucht man immer, das Wesentliche bei einem Komponisten herauszuarbeiten. Wir spielen viel Tschaikowski, Beethoven und Brahms. Wenn man sich dann wieder Vaughan Williams zuwendet und um das Wesentliche bemüht, merkt man, dass dies bei ihm wegen seiner Vielseitigkeit besonders schwierig, aber auch lohnend ist. Sie reicht von Greensleeves bis zu dieser leidenschaftlichen sechsten Symphonie. Von Selak Ascending bis Pilgrim's Progress. Von zwei so verschiedenen Werken für Streicher wie die Tellis-Fantasie und die Partita für doppeltes Streichorchester bis zur Gewalt der vierten Symphonie. Das macht es für einen Dirigenten nicht gerade einfach. Je mehr man sich in die Vielfalt vertieft, umso mehr gefällt einem diese Musik. Ich möchte sie am liebsten immer zudirigieren. Vaughan Williams war auch als Komponist von Filmmusiken gefragt. 1946 schrieb er die Musik für Die Lieben der Joanna Godden. Ein Jahr später fanden die erweiterten Liebesmotive Eingang in die neue Sinfonie. Thank you.
don't go away. Come back, there's nothing to worry about. Es ist lange her, dass ich Scott in der Antarktis gesehen habe. Die beste schauspielerische Leistung. Und keine Frostbeulen. Come on, the Baltic Fleet! So ist Bernie's first. Right? Go ahead. Bernie! Bowers, Crean, Jerry Garrett, Evans with Snatcher. Evans is a tower of strength, sound and as hard as ever. Wilson with Nobby. Oates with Christopher. Biggest handful of the lot. And myself with Snippets. 16 men all told. Ob er wohl etwas dagegen hatte, dass seine schöne Musik von diesen überflüssigen Geräuschen überlagert wurde? Er beschäftigte sich bereits mit einem ganz anderen Problem. Es ging ihm um den Menschen bei der Erforschung dieser entlegenen Gegenden. Sie sagten schon, dass er selber ein Forscher war, aber im Bereich der Töne. Er versuchte, das Gefühl der Kälte und Verlassenheit in der einsamen Antarktis zu vertonen. Was hielt Ray von dieser Expedition? Er fand es nicht professionell, dass Scott mit 5 Männern und Rationen für nur 4 zum Pol wollte. Auf jeden Fall verschimmelt Raves Beteiligung an diesem Unternehmen nicht in einem Filmbunker. Nein, er dachte sofort daran, aus dem Material eine neue Symphonie zu machen. Die 7. Sinfonia Antarctica, uraufgeführt von Sir John Barbirolli, und dem Halle Orchester am 14. Januar 1953 in Manchester. Rafe war damals 80. Einige Wochen später heiratete er Ursula. Die 8. Sinfonie, Hochzeitsglocken. Hört man den? Ich glaube nicht. Die Uraufführung fand 1956 statt. Wann haben Sie geheiratet? 53. Er arbeitete bereits daran. Schon 53? Das hat er nur nie gesagt.
ist ein Foto von Ursula aus dem Jahr 1938 und eins von Rafe aus dem gleichen Jahr, in dem sie sich auch kennengelernt haben. Sie hatte ein Libretto geschrieben, für das sie ihn interessieren wollte. Sie haben gemeinsam daran gearbeitet. So begann ihre Zusammenarbeit, die bis zu seinem Tode andauerte. Das ist wieder Foxy. Er liebte Katzen genauso wie Ursula. Das Leith Hill Music Festival. Er hat häufig Chorwerke mit Amateuren einstudiert. Und 50 Jahre lang hat er diese Amateure in jedem Frühjahr dirigiert. Amateure sind Menschen, die etwas zu ihrem Vergnügen tun und nicht um Geld zu verdienen. Hier ist er wieder beim Dirigieren, ein bisschen älter geworden. Auch nach seinem 80. dirigierte er immer noch. Er freute sich am Leben, machte Ferien. Da war er ungefähr 82. Hier mit Ursula auf dem Parthenon. Und hier steigt er auf einen Esel, um das Orakel in Delphi zu besuchen. Gegen Lebensende wurde er schwerhörig. Und das ist ein Hörgerät. Zuerst konnte er die Oboe nicht mehr hören. Deshalb saß er immer in der ersten Reihe. Sein letztes Haus in London, sehr groß, Hanover Terrace. Als er dort einzog, war er 81 und hat sich darüber aufgeregt, dass der Mietvertrag nur 21 Jahre lief. Er glaubte, man würde ihn mit 102 auf die Straße setzen. Die Zeit geht dahin. Hier ist in der Festival Hall. Sein 85. Geburtstag. Alle klatschen Beifall und rufen, noch viele schöne Jahre. Das ist der Geburtstagskuchen. Und hier ist er noch einmal mit Ursula. Und das ist Ursula mit mir. Wir sind fast am Ende unserer Reise angelangt und haben überhaupt noch nicht über ihren Anteil an seinem Schaffen geredet. Ich war mehr oder weniger Hauslibrettist. Zuerst haben wir an einem Schauspiel mit Musik gearbeitet. Anschließend schrieb ich eine Szene für den Pilgrim. Dann ein großes Chorwerk für die Schools Music Association, ein Madrigal für Garland for the Queen und Stücke für das Hodie. Ich habe mich daran gewöhnt, dass immer alles vorgestern fertig sein sollte. Rafe hat Gedichte vertont, die ich geschrieben habe. Ich hatte den Text auf seinen Schreibtisch gelegt. Als ich von der Gartenarbeit zurückkam, war das Lied fast beendet. Es handelt von Menelaos nach dem Trojanischen Krieg. Er verspricht, nach Hause zurückzukehren und hofft, dass Helena dann endgültig ihm gehört. And love.
Rafe begann mit der Arbeit an der 9. Symphonie, als er 84 war. Ein Jahr später war die Arbeit abgeschlossen. Sie hatte von Anfang an ein Programm, in dem die Ebene von Salisbury vorkommt. Er war dort oft mit Freunden gewandert, hatte dort einen Teil seiner militärischen Ausbildung absolviert. Und in Stonehenge verbrachte Thomas Hardys Romanfigur Tess ihre letzte Nacht in Freiheit. Eins der ersten von ihm gesammelten Volkslieder hieß Salisbury Plain, 1904. Es handelt von einem Mädchen, das einen Wegelagerer liebte, der ein schlimmes Ende nahm. Er endete im Newgate-Gefängnis. Und sie wartete Tag für Tag auf das schreckliche Glöckchen, das seinen Tod verkünden würde. Im zweiten Satz der 9. kommt so ein Glöckchen vor. Hier ist es. Er hatte eine Kindheitserinnerung an eine Glocke. Sie kamen einmal nachts von einem Kinderfest nach Hause. Seine Mutter erklärte ihm, das sei die Totenglocke. Sie werde für die Sterbenden geläutet. Eine Reihe von Schlägen für jedes Lebensjahr. So kam er erstmals als kleines Kind mit dem Tod in Berührung. Durch Musik. Das kommt alles zum Ausdruck. Seine Liebe zur Volksmusik, der Einfluss von Dichtern und Komponisten, Geschichte und Architektur, Landschaft und ihre Menschen, das Meer und das Unbekannte, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Alles in diesem letzten großen visionären Werk konzentriert. Ohne endgültigen Abschluss. Mehr ein Aufbruch zu neuen Taten. So sollten vielleicht alle Reisen enden. Und das war seine letzte Sinfonie, die 9. Er hat sie hier in der Festival Hall im April 1958, kurz vor seinem Tode, gehört. Es war sein Schwanengesang. Kurz bevor ein Schwan stirbt, fängt er an zu singen. Manche empfinden diesen Gesang als traurig, weil der Schwan über den Tod und den Verlust seiner Freunde unglücklich ist. Andere halten ihn für fröhlich, weil er sich auf die Begegnung mit Gott freut. Rafe war sich nicht sicher, ob er an Gott glaubte oder nicht. Aber für ihn stand fest, eine Kreatur, die leidet, singt nicht.